Ja, ich habe mal in einem Testspiel als Innenverteidiger gespielt. Und dort habe ich es auch nicht so schlecht gemacht. Und ja, jetzt fühle ich mich wohl auf dieser Position. Eigentlich nicht viel, weil der Unterschied ist nicht gross. Nur, dass hinten dran keiner mehr ist, der den Fehler ausbügeln kann. Aber ja, da musst du halt immer konzentriert sein, dass du keinen Fehler machst. Ein Verteidiger muss aggressiv sein, viel kommunizieren und eine gute Spielauslösung haben. Ich glaube eigentlich nicht so ein Sternzeichen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe mich eigentlich auch nicht so riesig mit dem befasst. Ja, also vom Tier her vielleicht schon, aber ich bin schon recht breit. Mit Selbstvertrauen und mit viel Arbeit. Also ja, mich im Kopf oben viel mehr verbessert, weil früher bin ich noch ein bisschen zu kindisch gewesen, aber jetzt weiß ich, um was es geht. Das war in Winterthur, dort hatte ich wirklich eine schwierige Zeit. Ich war weit weg von daheim und ja, und sportlich ist es auch nicht so gelaufen. Ja, ich würde wahrscheinlich jetzt auf der Baustelle sein um diese Zeit. Dass es sehr vielseitig ist, also du bist nicht immer das Gleiche am Machen. Du bist mal auf Service oder mal auf der Baustelle. Und du lernst schon relativ viele Leute kennen und das finde ich noch cool. Ich habe das letzte Mal etwas Elektrisches montiert. Das war bei meiner Schwester daheim, etwa vor 3 Wochen. Dort musste ich ein Kabel verlängern. Ja, zu viel Druck ist nie gut, weil da geht man fast in ein Loch hinein. Aber ein gewisser Druck muss vorhanden sein, dass du die Spannung aufrecht kannst behalten. Das ist etwa das gleiche wie Druck, weil wenn du zu viel Kritik hast, dann würdest du auch in ein Loch hineingehen. Und ja, ein bisschen Kritik ist gut, weil dann weißt du, wo du stehst. Der beste Kritiker bin ich selber. Ja, sehr positive Auswirkung. Also wenn meine Familie im Stadion ist, dann freue ich mich umso mehr und kann mich mehr pushen. Ja, ich glaube, das hat mir jetzt schon jeder gesehen, der mal mit meinem Vater zusammengeshootet hat. Also ich glaube, Bewegungen und das Ballhandling, die sind etwa gleich. Und ja, mit den Sprints, da sind wir beide gleich langsam. also wir reden ähnlich und ja, Brusthaar habe ich von ihm gehört. Dass ich in jeder Sache immer Spass haben muss. Egal, was du machst. Ja, ich würde recht gerne lustige Videos anschauen und Kollegen markieren. Das ist eine WhatsApp-Gruppe, die wir gemacht haben vor ein paar Jahren. Und dort sind ein paar Spieler vom FC Thun, die jetzt noch hier sind oder die schon längst gegangen sind. Und dort haben wir auch immer abgemacht, wenn wir gegen Karten spielen. Ja, abwarten und dann zuschlagen. Ja, sehr gross, wie auf dem Platz. Ja, da kann ich mich noch recht gut erinnern. Ich bin dann am Morgen ins Training gekommen. Dann habe ich erfahren, dass ich anfange. Und ja, dann die Zeit vom Footing bis zum Spiel war nicht einfach für mich. Und ja, und schlussendlich bin ich dann in der Halbzeit ausgewechselt worden.
Es ist genauso besonders wie jedes andere Spiel. Ich freue mich jedes Mal auf dem Pitch zu sein und für den FC Thun zu spielen. Die Chance ist sehr gut bei uns. Wir sind gut getroffen. Wir spielen daheim auf der Kunststraße und die Fans geben immer Vollgas.